So, da sind wir wieder. Und schauen doof in die Röhre. Frisch gestärkt. Und jetzt schauen wir, dass wir nochmal zu unserer Leiche kommen. Gott, wo ist denn jetzt der Hund schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der ist ja schon wieder irgendwo. Wo ist der? Da hinten. Nee, das ist... Da ist er. Okay. Unser Zeug ist wieder nicht kaputt gegangen. Gott sei Dank. So, vielleicht haben wir ja diesmal Glück und wir können jetzt normal weitermachen. Bevor ich hier noch einen kompletten Ausraster krieg. Mit dem Scheiß hier. So, bereit. Ja, die haben echt ein paar fiese Attacken. Die Harpyen. Da muss man echt... Au! Wo kommt denn die jetzt her? War schon. Ich vermute, wir müssen ja einfach ganz nach unten. Eislotus.
Ah, okay, das ist ein Aufzug. Weiß ich schon, wo wir sind. Okay. Ganz schön nervenaufreibend hier. Der Käse. Okay. Noch eine Menge Harpyen hier. So. So, also die Geräuschkulisse und so, das ist schon cool gemacht hier mit den Waldgeräuschen und so, das ist nicht schlecht. Gefällt mir. Aber das ist echt, mein gut, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann klappt das schon, aber... Der macht ganz schön Schaden hier mit der Attacke da.
keinen Schlüssel dabei. Ich muss mal Schlüssel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir in der Base noch irgendwo Schlüssel rumliegen haben. Ja, nette Musik. Nette Musik. So, kann man da hinter den Wasserfall? Nee. Da? So. Ich glaube da vorne, ja, da, das sieht wie der Bossraum aus. Sehr gut, der Boss bleibt, das ist super. So. Das war ja einfach. Na gut, so, jetzt werden wir wieder das nicht funktionierende Video anschauen. Nania hab Ila Furgulian Yokos. Renyan Ramanexila Leiland. Parenil Malastrum in Templa. Iumanosat Graban Spragan. Ja, sen brantak svanva, iuman utavialo, arles pitarnajan jiras, sinatar anatari, ifli tira jalanda, iuman siestien siladoron, jargan vanagansa. Medizinmann. Können wir gleich lernen.
Und jetzt nichts wie raus hier aus dem furchtbaren Gewölbe hier. Meine Herren. So. Jetzt können wir eigentlich auch mal hier hinschauen, weil ich glaube, hier dürfte auch noch mal ein Gewölbe sein. Also hier war definitiv irgendwo noch ein Gewölbe. Da vorne, ich sehe es schon. Da. Haben wir noch nicht mal entdeckt. Schauen wir mal, was das ist. Aber hier gibt es wieder jede Menge Steinnasen. Die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Als Steinnasen sind halt so vom Nervfaktor her schon übel. Muss man einfach sagen. Oh, was ist das hier? Hier gibt es Gold, glaube ich. Ich glaube, das sind auch Harpyen oder sowas. Schauen wir mal. Ja, das sind doch auch so komische Harpyenviecher. Zuflucht von Jill. Oh Gott. Das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder scheiße. Das klingt schon wieder nach Harpyen. Also, schauen wir mal rein. Ob es nochmal sowas... sowas Nerviges wird. Ein lauter Käfige. Was ist das denn? Au. Hey Dogmeat, au! Ich hab doch geblockt. Degenerierte Chillbrut. Naja. Oh Gott. Hier geht's weit nach unten mit diversen Käfigen. Ganz schön eklige Viecher hier.
Auf geht's, Dogmeat. Ja, der macht seinen Job hier ziemlich gut. Muss man schon sagen. Oh. Schlägt der echt durch den Schildblock durch. So, ist das hier? Tür, kommt man nicht durch. Kommt man sonst nirgends hin? Geht das schon wieder los? Ja. Finde einen Weg. Ja. Oh, Kiste. Nix. Nix Gescheites drin. Oh, man kann hochklettern. Hä? Wieso kann man da hochklettern? Hier kann man aber nicht klettern, oder? Nee, also, okay. Auf den Käfigen kann man klettern. Na gut. Merken. Stirb! Her damit. Also ich weiß nicht, die Hitboxen sind auch irgendwie ein bisschen komisch. Weil die Reichweite der Axt ist so klein, ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein. Oh, ganz schön, schön reingehauen. Aber Dogmeat hat alles im Griff. 5 Elixiere. Oh. Die motzen auch schon rum. Asche, Altarium. Na komm, wo bist du denn? Hallo. Ha
Reicht noch. So, jetzt sind wir unten. Das ist wieder eine große Kiste, habe ich wieder keinen Schlüssel für. Also man muss sich echt die Schlüssel erstmal sammeln und dann gucken, dass man hier... Oh. Ja, was ist jetzt hier unten? Also eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. So, jetzt sind wir hier ganz unten. Wo geht's jetzt weiter? Oh je. Mir Mir schwant Schlimmes. Seht ihr das? Ich vermute, man muss hier hoch. Hier rüber. Über die Käfige. Ich werde mal die Rüstung ausziehen. Vorsichtshalber. Damit wir ein bisschen besser klettern können. Dann schauen wir mal. Oh, die Aufnahme läuft ja schon. Fast eine halbe Stunde. Also, ob ich runterbatz oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis gleich.